Ihr startet eigentlich immer in einem leeren Projekt. In dem leeren Projekt ist ein Würfel drin. Den Würfel löschen wir. Ihr könnt aber auch mit dem Würfel arbeiten. Ich gehe mal hier rein. Ich drücke jetzt mal Shift und A. Dann kriege ich diese Auswahl, was ich hinzufügen will. Ich füge eine Plane hinzu. Das ist einfach nur so eine Fläche. Die kann ich bearbeiten, indem ich Tab drücke. Dann bin ich im Edit Mode. Kann hier oben auswählen, was ich editen will. Jetzt sind hier immer die Punkte ausgewählt. Ich gehe aber lieber auf Fläche. Ich kann dafür 3, 2 oder 1 drücken. So, drücke jetzt S zum Skalieren. Drücke X, um auf der X-Achse zu skalieren. Und mach's ein bisschen kleiner. So. Jetzt drücke ich E zum Extruden. Jetzt haben wir ein Schwert. Wir sehen, ich bin in so einem durchsichtigen Modus. Ich kann auch Alt-Z drücken, dann sehe ich es nicht mehr durchsichtig. Jetzt habe ich einen Griff. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen I zum Insetten. So, ich habe es ein bisschen klein gemacht. So, S zum Skalieren, um die Y-Achse hier ein bisschen kleiner. Und dann drücke ich nochmal E. Und jetzt haben wir praktisch schon dasselbe, was wir in Roblox gemacht haben. Nur, dass wir hier dann auch solche fancy Sachen machen können. Wie zum Beispiel, ich kann jetzt nochmal E zum Extruden machen. Dann S und Y. Und dann ziehe ich das kleiner. Und jetzt haben wir schon ein spitzes Schwert. Und man kann halt alles bearbeiten, was man haben möchte. Man könnte zum Beispiel 1 drücken, um wieder zu dem Vertices-Mode zu gehen. Und sagen, der hier, der soll dorthin. Und das da soll dorthin. Ihr könnt eigentlich alles so formen, wie ihr es haben wollt. Habe ich aber schon gemacht und wie gesagt, ein ausführliches Tutorial könnt ihr bekommen, wenn ihr danach fragt.